Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sind ja hier fleißig am expandieren unserer Kupfermine. Wenn wir das anschauen, haben wir bis hierhin ja alles Kupfer. Bedeutet, wir müssen das Ganze hier mal freilegen anfangen. Hierzu haben wir jetzt unseren neuen Bagger im Einsatz, unseren XXL-Freund hier, der sich jetzt hiermit beschäftigen wird. Wir müssten aber bald sogar noch einen zweiten. Na, wo wir gerade davon sprechen, kommt der auch schon. Wir produzieren gerade massiv neue Einheiten oder Fahrzeuge. Jetzt muss ich gerade nur herausfinden, welcher wo sich gerade befindet. Genau, du kriegst den zweiten hier noch und den zweiten LKW hier noch. Dann sind wir nicht gleich noch viel besser unterwegs in dem Fall. Und wir sollten das Ganze besser unter Kontrolle kriegen. Mit dem großen Bagger hier sind wir natürlich massiv schneller ums Ausgraben drum. Wenn du anschaust, was die alles schon rausholt. Und jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Die zwei Freunde hier werden massiv das ganze Loch hier erweitern. Wie geht es denn aktuell unserer Eisenmine? Ja, einigermaßen. Einigermaßen. Wir produzieren wie am Stück, aber es wird aktuell noch ein bisschen problematisch. Wäre denn, schauen wir uns das Ganze an. Drei Bagger sind hier aktuell dabei, das Eisen abzugraben, abzufarmen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen expandieren. So das Ganze hinsetzen, dann können wir das Eisen hier mal ein bisschen verbrauchen. Wir müssen halt schauen, dass gerade das Eisen vorankommt. Kupfer schaut auch nicht so schick aus gerade. Wo bleibt das Kupfer? Na, sie haben wieder einen Einsturz gehabt, okay. Okay, dann werden wir das Ganze, die ganze Taktik hier ein bisschen abändern jetzt anfangen dann. Schauen wir, wir tun jetzt hier schon das erste Kupfer rausgraben. Ah, jetzt hat... Oh, ich sehe schon wieder das Problem. Ja, wenn ich das natürlich aufbehalte... Oh, das ist dann ziemlich dumm. Da kommt irgendwie dann unsere Fabrik. Die Fabrik läuft immer noch super. Das System scheint auch zu funktionieren. Holy shit, haben wir schon viel, dass ich weg kann. Ich setze jetzt auch mal auf Pause. Wir haben ja eh genug noch auf Lager. Schau dir das an, was da auf Lager steht. Und das Lager ist ja auch schon voll mit Treibstoff. Also wir haben ja jetzt dann wirklich massiv Vorteil. Die Nahrungsproduktion hier scheint auch schon gut auf dem Weg zu sein. Die werden gar nicht mehr verwendet, wie es ausschaut. So, wir müssen dann schauen, dass wir das hier langsam hochkriegen und aufgeschüttet. Jetzt kommen die großen LKW schon, die kippen das Ganze voll. Jawohl, so soll das sein. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Oh ne, jetzt habe ich einen Entzug. Ah, schau mal, die haben keinen Platz zum Verschütten. Jetzt geben wir ihnen noch hier Kupfer, was sie finden können. Dann sollte das passen. Dann sollten wir auch wieder mehr LKWs haben. Jetzt sehe ich den Fehler. Wir sind gerade auf Kupfer gestoßen und das macht natürlich das Ganze ein bisschen problematischer. Gut, ich habe mich in eine zwickliche Lage gerade manövriert, wie es ausschaut. Wir werden aber, denke ich, darüber locker hinwegkommen an der Zeit. Was aktuell eher das Problem ist, ist Kupfer. Aber das werden wir auch noch hinkriegen. Wir werden jetzt mal, wie viel Wohnplätze haben wir aktuell noch? Noch ein paar. Wir werden mal hier die Wachstumspause deaktivieren. Interessanterweise haben wir sehr, sehr wenig Gemüse. Ich habe hier schon Gemüse verdoppelt. Die Produktion. Also Gemüse lieben die ja wie sonst noch was aktuell. So, jetzt sehen wir es. Jetzt wird hier schön aufgekippt. Das ganze Gebiet hochgepusht. Es wird noch dauern, bis das Ganze ist. Aber wenn das hier ist, dann können wir anfangen mit der... Mit der Verbrennungsanlage vor Ort. Das wäre dann schon der erste, nächste Schritt. Wenn wir das anschauen, Stück für Stück geht das jetzt hier voran. Alter, wie viel hier auch auf Lager ist.
Wir werden jetzt danach das Kabel hier hinten langlegen. Das wird dann hier noch in den Verteiler reingesetzt. Kann der rein theoretisch, der könnte auch rein theoretisch Kartoffeln nehmen. Weil die Frage ist, ist es schlau eventuell hier zwei zu machen und die in diese Anlage reinzufüttern, damit die frisst wie blöd? Weiß ja nicht, auf welche Idee bin ich gekommen, dass ich hier echt so viele baue? Irgendwo muss ja die Idee hergekommen sein in dem Fall. So, aber hier schau, jetzt geht's wieder gut voran. Die zwei großen LKWs massiv dabei. Oh, der Kollege hat keinen LKW bekommen, aber wir müssten gleich noch einen. Achso, der ist free und wild, glaube ich, gerade. Versuchen wir mal hier mit reinzubringen. Beide. Dafür dann die raus. Dann haben wir die kleinen für die Produktion hier. Die werden später auf jeden Fall einen anderen Positionsplatz kriegen. Aber jetzt hat gerade, um die Kupfermine ein bisschen frei zu machen, denke ich, sind die zwei Riesen hier ganz praktisch an der Front. Sie werden uns hier jetzt den großen Teil mal freischaufeln anfangen. Und somit, denke ich, werden wir hier massiv auch vorankommen. Vor allem, wenn sie jetzt kein Kupfer sammeln, kriegen sie halt massiv an Ressourcen. Und wir können mit der Kupferausweitung in die Richtung beginnen. Das wäre dann natürlich super. Asche, er hat schon das erste Kupfer wieder fast. Reine Kupfer schon wieder da. Ja, jetzt fließen die Kupfermaschinen auch wieder. Was natürlich für uns sehr wichtig ist, dass die Anlage hier erstmal wieder Kupfer befüllt wird. Damit wir Ressourcen bekommen, um die Anlage vorzukriegen. Ja, du hast zu wenig, aber... Du stehst auch. Okay, ja, weil hier keine, nicht genug Personen drin sind. Das wird sich gleich ändern. Aber es fehlen natürlich auch die anderen Bauteile aktuell noch. Die werden aber Stück für Stück kommen. Haben wir Priorität? Okay. Y habe ich Priorität hierhin, aber er tut trotzdem dann Teile dahin. Weil es ist, wenn zu viel reinkommt. Einfach mal entleeren. Ich schaue mir auch mal wieder an, wo Fahrzeuge sind, die vielleicht zu voll sind oder nicht wissen, was sie tun sollen. Hier, die fahren mit Sachen rum, mit denen sie gar nichts zu tun haben sollten. Warum habt ihr unreines Kupfer auf dem Rücken? Hm? Ganz, ganz komisch. So, die Anlagen schauen ja gut aus. Bedeutet, euch werde ich nochmal den Bus runternehmen. Was? Oh, jetzt habe ich sie gehabt. Ich habe die auf Upgrade gesetzt. Oh Gott, das war dumm. Hoppala. Achso, ja, die warten eher nur noch auf Steinplatten. Hopsa. Jetzt weiß ich, wo der Fehler war. Habe ich hier eingestellt, dass sie... Kompost dürfen sie nicht verschütten. Das ist das Problem gerade. Jetzt dürfen sie Kompost verschütten. Ah, schau dir an, diese großen Dinger, die baggern sich halt da durch. Das ist der Wahnsinn. Wie schaut es kohletechnisch aus? Weil die Frage ist, ob wir nicht noch zwei und dann vier nochmal holen. Und zwar für einen simplen Grund, für die Kohlemine. Die bauen vor allem LKWs, wie es ausschaut. Versuchen auch gerade nur noch hinterher zu kommen. Sehr interessant. Aber ich habe auf die zweite Stufe gestellt, genau. Und Priorität wurde auch gesetzt, ja. Wir fressen halt trotzdem Tonnen an Kohle. So, oh, schau, jetzt sind wir hier schon auf den Boden gekommen, wo Sand ist.
Unsere große Sandmühle wird auch bald versiegen. Die Produktionslinien stehen 90% der Zeit zum Glück. Was ja echt ein Vorteil ist. Jetzt muss bloß die Produktion langsam mal wieder hochfahren, gescheit. Aber wie es ausschaut, sind wir jetzt eher auf einem guten Weg. Wir brauchen nur noch ein paar Personen, um die Betriebe hochzufahren. Wo fährst du mit der Kohle hin? Ah, in das Lager, okay. Für die Dampf- und Wassererzeugung haben wir das ja hier noch. Genau. Stahlplatten fehlen. Was? Stahlplatten fehlen? Echt? Nö. Ah, aber es fehlen hier hinten die neuen Teile, weil wir noch keine haben. I understand now. Okay. Alles gut. Dann sehe ich das ein. Gut, wir können mit dir ja mal schauen, was kann man auf der Weltkarte gerade erforschen. Wir haben ja ein neues Gebiet freigeschaltet. To find the location. Dann erkunden wir mal hier lang. Einfach mal neue Gebiete erforschen. Die Wasserversorgung funktioniert ja zum Glück. Wir haben eine Treibstoffproduktion, eine neutrale. Das finde ich auch super. Super. Dann sind wir sehr gut unterwegs. Ja, die fressen hier auch die Kohle ab, sobald wir nicht genug kriegen. Also das, wir pausieren dich, tun dich auf voll stark setzen. Weil dann teilt das wenigstens 50-50. Und die Dampfproduktion läuft noch. Gut. Wir brauchen aber ein paar von den großen Freunden wieder. Also die werden sowieso umgesiedelt in das nächste Großprojekt, sobald die hier durchgefahren sind. Wie viel haben denn die hier noch zum Abgraben? Noch ein bisschen was, aber wenn ich überlege, wie viel sie jetzt in der Folge schon geschafft haben, denke ich, sind wir gut unterwegs. Und ich habe jedes Mal Gefühl, als ob wir immer noch... Wie ist denn normale Geschwindigkeit dann zur Hölle? Alter, das schaut aus, wenn man es nicht gewohnt ist, schaut es aus wie Slow-Mo. Buggern. Alter, schaut euch die Geschwindigkeit an. Die fühlt sich irgendwie echt wie Slow-Mo an. Das fühlt sich wie eine Slow-Mo an. Das ist echt schlimm. Also ich finde ja, es wäre cool, wenn man, also als Add-on für das Spiel noch, wenn man Straßen bauen könnte und auf den Straßen die Fahrzeuge einen Speed-Bonus kriegen. Gewächshäuser. Oh, eine neue Stufe für die ganzen Häuser hier. Gut, wir werden jetzt hier nochmal... Schiff im Kampf, okay. Wir waren siegreich, aber er muss wieder zurück natürlich. Gut, gut. Also die Freunde tun jetzt hier oben schon mal rumbaggern. Und wir müssen noch warten, bis wir noch 5 weitere von den Ressourcen bekommen. Ich hoffe, da sind schon eigentlich 5 drin. Leute, wir haben 5. Holt die jemand? Dann hole ich die halt. Der LKW könnte uns hier unten... Obwohl, hier schaut es eher nach einem Transportproblem gerade aus. Hier schaut es halt echt mehr nach einem Transportproblem aus. Können wir die Reihenfolge hier mal ändern und ihn hier raushauen irgendwie? Gut. Dann produzieren wir erstmal nur LKWs hier. Die brauchen auch die Hälfte nur von der Ressource. Ist zwar trotzdem viel, aber ich denke, wir kriegen damit mehr hin. Gut. Er darf jetzt trotzdem schon mal... Wollen wir da schon unterstützen? Ja, wir schicken ihn schon mal unterstützend nach da unten.
Der wird in Zukunft einige Transporter abnehmen in dem Fall. Wir setzen jetzt einige Ressourcen neu da drauf. Aber wichtig ist natürlich auch, dass wir das Kupfer jetzt in Gang kriegen, das Eisen wieder in Gang kriegen. Oder wir müssen jetzt erstmal eine Revolution der Transportfähigkeit machen oder der Maschinentechnik. Die Revolution der Maschinen sozusagen. Hoffentlich nicht zu Transformern. Aber ich denke, dann werden wir hier relativ gut aufgestellt werden. Wenn wir anschauen, wir sind hier zum Beispiel mit Eisen mittlerweile echt gut dabei und Eisen füllt sich auch gut an. Bedeutet, wir werden bald eine Ressourcenmenge haben, die wir für Kupfer brauchen. Ich hoffe, dass die jetzt hier langsam mal die anderen Gebiete auch angehen. Aber aktuell schaut es so aus. Okay. Ja, schaut gut aus. Es wird viel verkippt, bedeutet, das Gebiet wird auch bald ready sein für uns. Ich überlege, wir haben irgendwie, war das ja hier so abgerundet früher. Ja, du siehst es so ganz leicht noch. So irgendwie so war das abgerundet. Mittlerweile ist es ein kompletter Wohnkomplex hier unten drin. Und deswegen wird es auch immer anstrengend, weil es natürlich tiefer ist. Wenn du anschaust, wie tief wir hier unten sind. Hier geht schon wieder, weil tonnenweise schon aufgeschüttet wurden. Aber da sind wir noch ordentlich tief. Du siehst, wie sich der Berg hier unten schon erstreckt. Das wird aber. Es wird. Ich sag's euch, das wird noch. Und ich bin froh, wenn die großen Kollegen hier das Ganze abgebaggert haben, weil dann wird das ganze Projekt noch ein bisschen besser. So, wie schaut's denn aus? Wir haben aktuell nur 12. Ja, es ist... Ha, es zieht sich. Es zieht sich. Das muss man schon sagen. Ich brauche jetzt hier nochmal ein paar LKWs. Die haben jetzt ja weniger im Transport- und Verteilungssystem wie für die Kohle selber. Obwohl Kohle jetzt ja nicht mal so weit fahren muss. Bei der Kupfermine haben wir was vergeben. Wir haben das Lager und das Verschüttgebiet vergeben. Kann ich das hier wegnehmen? Und dann müsste doch alles wieder passen trotzdem, oder? Ich bin beim Überlegen, ob ich nicht ein paar Linien setze an Förderbändern. Ich glaube, das wird mir mehr Probleme aktuell machen von der Verteilung her. Ja, ich glaube, da würde ich mehr Probleme mir erzeugen mit. Ja, die stehen aber auch zwischendurch still. Das ist alles gerade so ein... Ich glaube, die zwei Kollegen kommen dann da runter erstmal. Wenn wir jetzt die LKWs kriegen, die wir brauchen, dann sind wir eh gut unterwegs. Oh, schau mal, hier hinten wird die Kohle wieder besser. Schaut sehr schön aus. Ich würde mich freuen, wenn wir da hinten nochmal expandieren könnten, auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall auch schauen müssen, ist, dass wir eine Straße dann hier lang sitzen, außenrum. Oder eine neue schütten, sobald die Kohle weg ist. Eins von beiden muss passieren, auf jeden Fall. Eins muss es auf jeden Fall passieren, würde ich sagen. Eins davon... Gut, ihr Kollegen schon... Oh ja, jetzt schütten sie schon seitlich, weil wir gleich die Breite erreicht haben, ne? Yep. Sind fast am Ziel hier vorne. Da können wir hier eine kleine Fabrik hinstellen. Schön. Ist natürlich jetzt ein weiter Weg für viele Transporter, aber... Wir benötigen das. Und aktuell ist mein System noch nicht so stabil, denke ich, dass wir das... einfach machen können, dass wir alles mögliche irgendwo platzieren und dann wird es weggefahren. Ich glaube nicht, dass das so gut funktionieren würde. Aber wir können ja mal ein Pilotprojekt mit der Kohle machen. Was finden sie? Kohle, Steine und Erde. Das sind die einzigen Sachen, die sie finden. Gut. Dann gehen wir auf ein Schüttgutlager 2. Soll ich die in die Mine stellen? Also ich sag mal, ich stelle jetzt hier zwei Stück hin. Ich produziere die schnell. Der eine ist für Gestein. Der andere ist für Erde. Beide sollen geleert werden. Aber ich gebe den Kollegen der Kohle Bescheid. Hey. Genau, ich habe den zwei Dinge hier reingegeben. Ich gebe dir das hier weg. Und gebe ihnen die Impfung aber über die beiden hier drüber.
haben denn die? Mir zwei unzulässige Route zugewiesen. Das Lager besitzt eine Importroute, allerdings ist auch der leeren Schieberegel gesetzt, dass oder der Lastenwagen Import ausgeschiedet. Okay, warte mal, vielleicht muss ich das dann ein Doppelsystem machen? I don't know. Da kann ich nichts platzieren, weil da ist was im Weg. Aber wir können so mit dem... Oh, beim Stein... Achso, da habe ich auch geschaltet. Ha. Schnell liefern. Und dir mache ich jetzt eine Exportroute. Dann machen wir es halt einfach, wir drehen den hier um. So, und platzieren das hier so. Und den setzen wir auf Export. Na, schau an, jetzt schaut es aber echt besser aus von den LKWs her. Das schaut wesentlich besser aus. Wir reduzieren jetzt mal die LKWs auf 10. Na, er kriegt aktuell keine LKWs her. Wie schaut es mit der Kohleleistung aus? Aktuell wird es. Wir werden immer besser. Also ich glaube, das könnte echt ein Weg sein, um das noch besser zu machen. Es wird zwar aktuell unsere Produktion ein bisschen belasten, aber wenn das ganze System halt endlich mal wieder so ins Rollen kommt, vielleicht auch durch solche Systeme in Zukunft. Also ich würde das auf jeden Fall wahrscheinlich in den zukünftigen Minen genauso bauen, um zu schauen, dass wir das leer kriegen. Und halt wirklich schauen, ja, vielleicht ist es auch mit Kupfer allgemein gut, dass wir einfach nur noch außerhalb der Mine oder in Gebieten, wo wir schon auf maximaler Tiefe sind, nur noch Lager hinbauen und die Kollegen das dann nur noch rausschippen. Problem ist zum Beispiel hier, wo wir jetzt aufgekippt haben, werden wir auch, was ist das hier, Schutt kriegen wahrscheinlich. Also wie hieß das Zeug? Schlacke. Das müsste ja auch die hier sein, oder? Nee, das ist was anderes. Das ist doch auch Schlacke. Bedeutet, wir brauchen 8 solche Container wieder, um das Ganze rauszukriegen. Jetzt seid ihr fertig. Ah ne, ihr wartet nur noch auf LKWs, okay. Das heißt, wenn ihr schon dabei seid, hätte ich gerne, dass ihr noch eine Reihe dazu dann abgraben anfangt. Wir schauen, dass wir das hier Ganze hier schön verbreitern. Ja, hier draußen wird es schon langsam vom System her. Ich setze jetzt mal hier eine Wachstumspause wieder ein. Aber langsam schaut es so aus, dass wir wieder vorankommen. Die Produktionen geben Gas und wir haben ja hier auch die erste Weiterentwicklung jetzt mittlerweile. Bedeutet, wir können die neuen Anlagen hier direkt in die neuen Systeme umwandeln. Bedeutet, neue Zeit beginnt jetzt auch schon. Ist eigentlich wieder voll einsatzfähig, ne? Wenn ich jetzt die Priorität so 50-50 schalte. Ich setze jetzt euch zweimal auf die Abbauliste. Genauso wie alles dazwischen. Und ich wollte die eigentlich nicht setzen, aber dann machen wir das gleich gescheit. Wir reißen hier mal alles ab. Ah, da ist der erste schon im normalen Umlauf. Schauen. Oh ja, langsam geht's los. Die neue Revolution beginnt. Hier oben müsste ich auch irgendwo sehen, wie viel von was ich habe, ne? Eigene Fahrzeuge, 7 von denen schon und 56 von denen, okay. Weil wir müssen dann ein Stück schauen, dass wir die langsam tauschen, getauscht bekommen. Wie es ausschaut, ist die Mine hier jetzt auch schon wieder sehr gut unterwegs. Oh ja, es schaut sehr effizient aus. Es schaut sehr, sehr gut aus. Leute, will man nur ausreichen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir
weiter versuchen zu expandieren und zu verbessern. Auf jeden Fall werden wir die Fahrzeugrevolution weiter fortsetzen. Also, bis dann. Ciao.